Monsunzeit in Salaya an der indischen Westküste. Für die Menschen hier der richtige Augenblick, um die Boote und Schiffe auf Vordermann zu bringen. Die Seeleute gönnen sich nach 10 Monaten auf See etwas Entspannung. Doch sie haben auch Sorgen. In der letzten Zeit sind mehrere Schiffe von somalischen Piraten angegriffen worden. Einige der Seeleute hier wurden als Geiseln genommen. Für sie eine schreckliche Erfahrung. Wir waren auf dem Rückweg, nachdem wir unser Schiff in Mogadischu verlassen hatten. Nach 2 Tagen auf See kamen 3 somalische Schnellboote und stoppten uns. Sie hatten Raketenwerfer, Handgranaten und Schusswaffen dabei. Imran Anwar hatte Glück. Die Piraten verließen das Schiff nach einer Woche. Doch seine Frau zu Hause war krank vor Angst. Am liebsten ließe sie ihn gar nicht mehr zur See. Ich wünschte, er würde nie wieder rausfahren. Aber es ist die einzige Geldquelle für uns. Als mein Mann weg war, wurde mein Schwager krank. Sein Klinikaufenthalt war teuer. Wenn mein Mann nicht wieder zur See fährt, haben wir große Probleme. Anwars Geschichte kennen viele im Dorf, doch die Menschen verdrängen die Gefahr. Die Monsunzeit ist die Zeit für Feiern und Hochzeiten. Die Menschen sind gut gelaunt, das können sie auf den Straßen und zu Hause sehen. Die Männer bringen Geschenke und Geld mit, die Leute gehen einkaufen und in den Straßen herrscht Leben. Seit Jahrhunderten läuft über das Arabische Meer der Handel zwischen Indien und den Golfstaaten. Mit der zunehmenden Zahl von Piratenangriffen könnte das jetzt anders werden. Doch für die Menschen hier gibt es keine Alternative. Wenn die Schiffe repariert sind, werden die Männer wieder zur See fahren. Die Angst vor den Piraten ist immer dabei.